Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. 8. September 1886 haben wir es und kaum gehört Deutsch Sinai als ordentlicher Staat zum Kaiserreich. Was passiert dort? Da entsteht erstmal als erstes eine Schnapsbrennerei. So gehört sich das doch. Hatten wir nicht irgendwie da so eine so ein Projekt unterstützt? Hier Abstinenzlerbewegung? Oh Mann. Aber die Kapitalisten, die machen, was sie wollen. So ist es. So, ich habe mal in der Zwischenzeit, habe ich gesehen, ich hatte ja hier immer noch 3 weitere Brigaden gebaut. Die haben sich natürlich blöderweise hier in Emden gesammelt. Die habe ich jetzt mal auseinander gepoolt und den entsprechenden Korps zugeordnet, sodass jetzt eigentlich wieder gleich in Ordnung gehen sollte. Dann denke ich, wir haben schon wieder ein bisschen mehr Geld. Wir sollten auf jeden Fall hier auch an der russischen Grenze unsere Force erweitern. Erstmal in erster Linie, zweite Linie machen, wenn ein bisschen später. Aber da sollten wir auf Nummer sicher gehen. Man weiß ja nie. Außerdem dauert es ewig, ehe die fertig gebaut sind. Und wie wir sehen, kosten die auch eine Ecke. Aber das ist soweit noch okay. Gut. Dann in Vorbereitung. Ich denke mal, in der Regierung des Reiches, da laufen auch schon die bürokratischen Vorbereitungen auf. Eine Kriegserklärung, die ansteht in Richtung Äthiopien. Der Wunsch, Äthiopien zum Protektorat des Kaiserreiches zu machen, hat sich durchgesetzt in der Regierung. Und wir werden deshalb auch jetzt mal dauerhaft, denke ich, da unten, um unser Engagement dort deutlich zu machen, eine Flotte hinschicken. Und ich werde das mal sogar manuell erstellen, weil ich hier mal ein bisschen gucken will, was wir hinschicken. Ein Kreuzer, das wird sozusagen das Flaggschiff dieser Aktion, dann durchaus ein paar Panzerschiffe, 5 Panzerschiffe sind in Ordnung und Handelszerstörer dann eine Handvoll oder 2 Handvoll. Gott, so viele Handelszerstörer haben wir? Wahnsinn. Nimmt ja kein Ende. Okay, so machen wir das. Dann sind, ich kann da oben ja auch mitzählen, 20 Schiffe, das ist okay. Fast schon ein bisschen zu viel für die Aktion. Nehmen wir mal 18 Schiffe. So, und da brauchen wir direkt auch noch einen neuen Anführer. Und hier habe ich Alexander Schree ausgewählt. Angriff plus 4, Verteidigung plus 1. Ziemlich gut, der Mann. Den wählen wir und der bekommt jetzt hier die Mission, diese Golfregion hier zu bewachen. Die Straße von Obok. Soll erstmal nach Djibouti heil kommen. Okay, und wir machen erstmal munter weiter und warten vor allem, wie gesagt, jetzt noch 3 Monate etwa, bis wir hier in den Augen der Weltöffentlichkeit wieder ein bisschen besser dastehen. Und dann, denke ich, können wir es wagen. Was heißt das? In them old cotton fields, die in Suez produzierte Baumwolle ist von höchster Qualität und Stärke hervorragend. So stark ist die Baumwolle aus Suez, dass die dort geernteten weißen Kugeln sich mittlerweile einen Namen als die besten der Welt gemacht haben. Dieser Ruf besteht schon eine geraume Weile und die örtlichen Baumwollfarmer sind stolz darauf, dass es in der Welt der Baumwolle der Name Suez für Qualität steht. Ich dachte, der Name Suez steht bitte für den besten Schnaps der Welt. Naja, wunderbar, es bringt uns Prestige oder noch mehr Prestige, wenn wir die Ballen an die Zulu schicken. Was soll denn das bitte? Aber okay, es bringt mehr Prestige. Ist uns das wichtig? Ah, ich glaube, nee. Wir handeln jetzt mal hier staatsrational, vernünftig und gönnen den Bauern dort ihren Erfolg. Was sollen die Zulus da mit irgendwelchen Ballen Baumwolle? Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ein bisschen Prestige. Übrigens für alle, die sich um Angst haben, um unsere Ökonomie. Ich habe mal verglichen, wir holen in Bezug auf Frankreich auf. Das muss man sagen. Langsam, aber wir holen auf. Also es ist nicht so dramatisch, wie manch einer vielleicht meinte. So, panzerbrechende Sprenggranaten. Diese Granaten wurden speziell zur Durchdringung der dicken Panzerplatten von Großkampfschiffen entwickelt. Diese Erfindung begann eine Entwicklungswelle neuer Granaten, um auf die ständig zunehmende Dicke der Panzerplatten eine passende Antwort zu finden.
Flottenangriff plus 1. Okay. Und Klippertransporter und Dampftransporterangriff minus 1. Nun ja, die sollen auch nicht angreifen. So, was ist hier los? Es geht um Persien. Es geht um Persien. Sind wir da jetzt soweit? Hervorragend. Wir können Persien in unsere Sphäre hinzufügen. Sehr schön. Dann ist das nächste Land dazugekommen. Sehr hübsch. Schauen wir uns mal unsere Einflusssphäre an. Ja, dieses helle Grau ist es. Oh, Afghanistan. Wie sieht es denn damit aus? Herzlich, herzlich, herzlich. Verbündet mit Makran und Sindh, aber ich denke, es ist nur logisch, dass wir jetzt einfach weitergehen. Warum eigentlich nicht? Die Briten werden sich ärgern. Andere nehmen Kolonien. Wir nehmen die Länder in unsere Einflusssphäre. Ich glaube, es ist nicht viel schlechter, um ehrlich zu sein. So, wie gesagt, ich will ein bisschen... Oh, jetzt sind wir bei 15,04. Im nächsten Monat, im Dezember, da können wir es wagen. Da werden wir garantiert nicht über die 25 springen, wenn wir plus 10 bekommen. Was ist hier nochmal los? Walachei, der nächste Kandidat. Zur Sphäre hinzufügen, akzeptieren. Sehr schön. Auch hier gehen wir mal auf einen Tick sogar runter. Afghanistan, ach, da wird eh nichts mehr ausgegeben. Prima. Oh mein Gott, wie dominant wir diplomatisch sind. Hervorragend. So, und es ist soweit. Dezember 1886. Wir werden hier einen Krieg zu rechtfertigen. Und zwar mit dem Ziel, Marionette nicht, glaube ich. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marionette und Protektorat? Bin ich mir gar nicht sicher. Es geht beides. Aber wir machen Protektorat, denke ich mal. Wir machen Protektorat. 119 Tage dauert das. Und wenn wir frühzeitig, also maximal können wir 10 Infamie bekommen. Das würde uns nicht stören. Naja, doch, je weniger, umso besser. Dann erhöht das unsere Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft. Insofern ist das jetzt durchaus spannend, was jetzt passiert. So, unsere Flotte ist auch schon da. Das ist hervorragend. Und wir haben erstmal die Elektrizität erforscht. Das ist ja sicher ein großer Moment für das Kaiserreich. Wir würdigen es einen Augenblick, indem wir zum Würfelbecher greifen und die nächste Forschung gewissermaßen erwarten. Handel ist es diesmal mit der 12. Und was nehmen wir da? Ich glaube, als nächstes nehmen wir mal Investmentbanken. Das erhöht die Steuereffizienz um 5%. Genau, das ist gut. Das machen wir. Sehr schön. Das führt dann dazu, dass wir vielleicht dann irgendwann demnächst mal wieder die Steuern senken können. Und noch sind wir nicht entdeckt worden. Das ist alles hervorragend. Je länger... Okay, es ist entdeckt worden. 8,5 Infamie haben wir bekommen. Och Mensch, ich hätte doch gehofft, dass wir ein bisschen länger durchhalten. Ach, schade. Schade, 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 schade. Aber gut, noch haben wir keinen Kriegsgrund, meines Wissens. Und es gibt schon wieder, es klingt schon wieder nach irgendeiner Revolte oder was? Ach nee, der Wahlkampf hat gewonnen. Oh, und das ist jetzt aber interessant mal für uns, weil Hurra-Patriotismus doch, das steht ganz hoch im Kurs und wir sind die Hurra-Patrioten vor dem Herrn, würde ich mal sagen. Vielleicht kriegen wir jetzt mal ein besseres Wahlergebnis. Vielleicht können wir ja sogar die Konservativen mal ablösen. Im Reichstag als stärkste Kraft. Das wäre doch mal was. Okay. Weiter geht's. Wo sehe ich eigentlich den Fortschritt bei dieser Geschichte mit dem Kriegsgrund? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ah, hier. Alles klar. 27%. Okay, wer ist denn hier noch so am Start? Xinjiang und Argentinien gegen Bolivien. Na gut. In 89 Tagen wissen wir mehr. Aber jetzt kann eigentlich ja nichts mehr schief gehen. Unsere Infamie haben wir abbekommen. Und die äthiopische Gefahr wird ausgerufen. Jeder weiß bereits, dass Äthiopien es uns auf uns abgesehen hat. Genau.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie einen unprovozierten Angriff starten. Es ist also nur vernünftig, dass wir Maßnahmen ergreifen, um uns mittels eines Präventivschlages zu verteidigen. Wie es der Zufall wollte, ist kürzlich eine detaillierte Darstellung ihres schändlichen Planes an die Presse durchgesickert und hat die Öffentlichkeit für unsere Sache eingenommen. So, das heißt, wir haben schneller unseren Casus Belli. Naja, okay. Jetzt hat mal die freie Presse hat jetzt mal in unserem Sinne agiert. Okay. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr lange... Ach, die Spanier sind hier auch schon am Zuge. Ach so, weil Äthiopien genau in ihrem Krieg mit Hedjaz dabei sind. Wisst ihr was? Wir bringen schon mal unsere Truppen hier in Stellung. Ich hoffe, ich weiß gar nicht. Versorgungslimit 36. Das ist gut. Wir können hier sogar versorgt werden. Das ist sogar sehr gut. Hier ist die äthiopische Armee, aber die hat nicht viel auszurichten, glaube ich. Und es geht mal wieder der Wahlkampf los und die üblichen Debatten. Die deutsche Handelspolitik. Der intensiv geführte Wahlkampf im Deutschen Kaiserreich hat seinen Siedepunkt erreicht. Es geht um Handelspolitik. Wir brauchen es nicht im Detail durchlesen. Wir wissen nur, wir sind Protektionisten. Und deswegen werden wir auch so agieren. Unser Handel muss vor der zerstörerischen ausländischen Konkurrenz geschützt werden. Ja, das ist gut, weil die Leute dann unsere protektionistische Haltung eher teilen. Sehr schön. So, wann ist denn dieser Kriegsgrund endlich da? Ich hoffe, wir werden informiert. Ja. Sehr schön. Okay. Liebe Freunde, der Moment ist gekommen. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Und ich denke, wir brauchen nicht groß überlegen. Protektorat gründen ist unser Ziel. Wir kriegen ein bisschen Prestige, aber vor allem annektieren wir dann Äthiopien durch die Gründung eines Protektorates. Wir brauchen keine Bündnispartner. Das ist überhaupt kein Problem. Wir akzeptieren das. Wir akzeptieren die Kriegserklärung durch uns selbst und sind seit langem mal wieder im Krieg in einem, ja, wir spielen das runter, in einem unbedeutenden Kolonialkrieg. Erich von Ravensberg, du hast zwar hier nur die 30% Nachschub, aber ich hoffe, gegen Äthiopien wird es reichen. Und wir werden dann einfach mal ein bisschen mit Belagerung anfangen. Ich weiß gar nicht, gibt es noch eine äthiopische Armee? Oder war es das? Naja, wir werden sehen. Sie flüchten erstmal schon. Keine Ahnung. Haben wir hier 2% Verlustquote? Ich bin mir überlegen, ob wir uns direkt jetzt mal aufteilen. Und dann ein bisschen effektiver sind. Wenn wir uns komplett halbieren, da haben wir natürlich keinen Anführer. Und mit der Armee gehen wir dann in Richtung Gondor vor. Das sollte unser Ziel sein. Und hier riegeln wir das Rote Meer ab. Ja, so sieht's aus. Und das Ganze ohne, versuchen wir zumindest, ohne dass wir hier den Unterhalt erhöhen. Asmara am 15. April. 17. Ah, sie bleiben da stehen. Dann gehen wir dahin und jetzt müsste es irgendwie zum Kampf kommen. Ja, das ist, glaube ich, unvermeidbar. Jawohl. Und wir sind also trotz schlechter Finanzierung in der Schlacht von Akkordat überlegen und können den Gegner vernichten. Überhaupt kein Problem. Alles klar. Ich vermute, von Hedjaz wird nicht viel kommen, weil die Spanier hier schon ganz aktiv sind. Äthiopien hat auch keine weitere Armee mehr. Das sollte also jetzt wirklich eine Frage... Das ist eine reine Formalie eigentlich. Wir teilen sie auch mal in die Hälfte und ziehen dann direkt mal weiter in die Hauptstadt. Ja. So machen wir das. Das geht ja auch rucki-zucki hier, die Belagerung sehe ich gerade. Da ist ja wahrscheinlich auch kaum Befestigung vorhanden. 29 Tage, dann haben wir Assab schon gehabt. Und die Spanier,
Ja, ich weiß nicht, kann man das jetzt als Hilfe bezeichnen? Das zählt, glaube ich, nur zu ihrem Kriegsstand. Das könnte noch ein Problem werden. Ich hoffe, kein gravierendes. Oh, die sind jetzt dann auch als Erste da. Das ist ja doof. Afsa. Dann gehen wir da weiter. Und von dort aus gehen wir dann da hinten hin. Oder von mir aus auch. Nimm ruhig einen Umweg. Kein Problem. Es gibt eine Debatte über Religionspolitik. Wir agieren im moralistischen Sinne, aber auch nicht so gravierend hier als konservativ-protestantischen Preußen, dass die Leute ihren Glauben haben. Ich denke, das trifft es dann doch eher. Dass die Spanier jetzt hier so ein bisschen rumfuschen, das geht mir doch ein bisschen auf den Geist. Warum bin ich eigentlich nicht dahin gezogen? Warum stehen jetzt hier zwei Einheiten? Was habe ich getan? Na, dann machen wir es eben so rum. Oh, das ist überraschend. Der nächste Bündnispartner fällt von uns ab. Warum? Nein, jetzt schicke ich die Armee da oben hin. Das will ich auch nicht. Aber da sie da nicht hin kann, hat sie auch nicht ihre Bewegung abgebrochen. Aber was ist hier los? Was ist mit Holland los? Jetzt noch verbündet mit Spanien und den Osmanen. Beide sind keine Großmächte. Sie haben kein Großmachtbündnis. Was? Der aktuelle Krieg. Ach, natürlich. Oh, das ist aber klar. Das ist aber cool. Das ist natürlich ein, wie soll ich sagen, Holland fühlt sich jetzt gewissermaßen übervorteilt durch uns als Partner, dass wir ihnen jetzt den Rest von Äthiopien wegschnappen. Jetzt gibt es insofern hier ja Interessenskonflikte. Interessenskonflikte, interessant. Und das führt also zu dem zur Beendigung des Bündnisses. Erstaunlich, aber auch irgendwie konsequent. Wer hätte das gedacht? Na gut, dann ist es eben so, dann eben ohne Holland. Ich glaube, wir haben kein Problem damit. So, die Hauptstadt von Äthiopien ist in unserer Hand. Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem mit Äthiopien jetzt? Deutsche Übernahme von Äthiopien 29%. Frieden vorschlagen. Annektieren Sie Äthiopien, Sie würden es natürlich noch nicht annehmen. Das dauert noch ein bisschen, aber auch nicht wirklich lange. Ich hoffe nur, dass diese spanischen Aktionen uns da nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Ach Mensch. Ich vergesse immer, wo ich welche Truppen schon hingeschickt habe. Das verzögert das Ganze natürlich nun etwas. Wir können, glaube ich, jetzt die Gefahr so. Oh Leute, was ist denn hier los? Was? Wie? Wo? Das ist ja unverschämt förmlich. Der aktuelle Krieg ist es. Schaut euch das mal an. Aktueller Krieg minus 200. Sie sind alle empört darüber. Die halbe Welt ist hier unterwegs und schnappt sich hier. Und wir mal so ein bisschen Äthiopien. Es ist unfassbar. Und das wird uns übel genommen. Aber wieso denn von denen? Ich meinte, die haben doch überhaupt keine Ambitionen in der Hinsicht. Auch hier, der aktuelle Krieg ist es, der sie total ärgert. Und natürlich die hohe Infamie, die da auch noch mit reinspielt. Ah, da können wir im Moment nichts bei tun. Zum Glück sind sie noch in unserer Sphäre. Das ist entscheidend jetzt, weil so können sie zumindest nicht auf irgendwelchen anderen Seiten gegen uns kämpfen. Das ist schon eine kleine Absicherung, die wohltuend ist. Und die Wahlen sind beendet. Das ist jetzt mal ganz interessant. So. Ha! Schaut euch das mal an. Erstmals seit langem hat eine Koalition von konservativen und reaktionären Parteien 45% der Stimmen erhalten und die Regierungsbasis wird gebildet. Das ist ja großartig. Und das bedeutet, dass wir die Regierung bilden, das war ja klar, aber wir stellen jetzt auch die Mehrheit im Reichstag. Und das bedeutet dann natürlich im Umkehrschluss, dass wir auch auf diese ganzen, ja, auf die ganzen Beschränkungen, die wir bisher hatten, was den Haushalt betrifft und so weiter, nicht mehr Rücksicht nehmen brauchen und vielleicht auch
stärker nochmal im Ausland investieren können oder vielleicht auch in die eigene Wirtschaft ein bisschen stärker eingreifen können, weil wir uns das jetzt durch unsere Mehrheit erlauben können. Das ist ja enorm. Dabei haben wir nur 16%. Wie kommt das eigentlich? Wer ist denn noch auf unserer Seite? Was ist denn das hier? Wie kommen wir auf 45% der Stimmen? Vermutlich hier die Christlich-Soziale Arbeiterpartei, die Zentrumspartei, die wird möglicherweise alle in unserer Lage, in unsere Koalition gewertet. Ist ja hochinteressant. Schauen wir uns mal kurz die Parteien an. Ja, tatsächlich, Zentrum, Christlich-Soziale Arbeiterpartei, die gelten alle hier als konservativ, obwohl es da natürlich in der Realität extreme Unterschiede gab. Also ich erinnere nur wirklich an Bismarcks Religionskrieg, möchte ich es fast benennen. Oh Mann. Naja, hier läuft es ein bisschen anders. Die sind auf unserer Seite. Eine völlig veränderte Gemengelage im Reichstag. Ein Krieg, der hier bald gewonnen scheint. Bündnispartner, die sich von uns lösen. Also derzeit ist alles in Bewegung. Und dann auch noch das baldige Ableben, von dem wir wissen, von Kaiser Wilhelm I. Oh Mann, 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 Mann. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinballen.